Hey Freunde, Liscardo wieder hier und zwar spielen wir Technical Infinity. Heute sind wir mal alleine dabei, aufgrund dessen, dass ich hier ein kleines Update-Video draus mache, nämlich war ich am Livestreamen vor einigen Tagen. Es war ein recht langer Livestream, um genau zu sein, glaube ich, 3,5 Stunden. Und da habe ich einiges gemacht. Es sieht anders aus alles. Wir haben hier so schöne Büsche als Zaun. Ja, ich werde dann vielleicht irgendwann mal den Zaun ganz ersetzen, hier den Zaun da vorne. Und werde die Büsche hier als Zaun setzen. Ich habe mit Absicht noch nicht weitergebaut, einfach weil ich das auch in der Aufnahme machen wollte. Hier im Livestream habe ich ein bisschen an der Quarry rumgebastelt. Das hat mir Fitzes hier hingebaut. Das war nicht ich, das war Fitzes. Weil er meinte, hier dann so ein Solarplate drauf, so ein Voltaik, bla bla bla, irgendwas gedönst drauf, dass Solarenergie läuft. Weil meine Quarry steht alle paar Minuten still, weil ich keine Kohle habe. Ich mache das alles immer nur mit Kohle. So, wie man sieht, habe ich hier sehr viele Kisten. Mir hat aber einer meiner Zuschauer geschrieben, ich soll so schnell wie möglich von solchen Kisten auf größere, also Kisten mit mehr Kapazität zurückgreifen. Das bedeutet, das machen wir jetzt auch mal. Ich habe mich da auch schon informiert. Guckt mal, Chest und so. Und zwar kann man das ganz einfach machen, indem man hier Chest reinlegt und rundum viermal Eisen hier. So, dann haben wir eine Eisen-Chest. Aus der kann man hoffentlich, wie es aussieht, ja, doch eine Gold-Chest machen, aber auch nur, wenn ich Gold habe. Das habe ich mir jetzt noch nicht vorbereitet, weil ich auch kein Gold habe, Leute. Ich habe mir aber gedacht, okay, dann machen wir dabei halt Eisen draus. Ne? Ich habe ja von Fitzes Eisen bekommen. Einige Barren. Ein Stack habe ich bekommen, um genau zu sein. Oh, ein Schwert. Schön. Dann kann ich nämlich jetzt mal so machen, dass ich das mal alles rausnehme hier. So, pass auf, ich baue das mal ab. Und das hier auch. Liegt ein bisschen was rum. So, ich werde aus dem Update-Video gleichzeitig aber auch ein normales Spielvideo machen. So ein ganz normales Technical Infinity-Video. Aufgrund dessen, dass ich gerade richtig Bock habe. So, jetzt habe ich zwei Einzelne. Lol, das sind Einzelne, die können nicht verbinden. Okay, okay. Dann habe ich zwei Einzelne, die genauso groß sind wie eine Doppelkiste. Schon mal, oder? Oder? Nee, nicht ganz, aber okay. Ist schon mal gut, würde ich sagen. Ist schon mal sehr gut. Bam. 3, 6 und 3, 6. Doch, genauso groß wie eine Doppelkiste. Nice. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Kohle, beziehungsweise der Schweinske, ja. Mhm. Sehr nett. Hat mir geschrieben, dass man auch Blaze Rods verwenden kann. Man braucht keine Kohle, man kann auch Blaze Rods verwenden. Und von daher werde ich das jetzt dann auch dann gleich mal holen. Ich habe zwar schon einige verwendet, ja. Muss ich schon mal sagen, ich habe schon einige verwendet, ein paar Blaze Rods. Hab jetzt auch keine mehr. Und von daher würde ich sagen, wir gehen da einfach mal drauf los. Ich leg da mal alles wieder rein. Hier habe ich Saphir. Ja, das hat meine Quarry rausgeholt. Ich habe ja bisher immer nur mit Rubin gearbeitet, weil ich Rubin gefunden habe, ne, im Livestream. Leute, es hat auch jemand geschrieben, hey, wann livestreamst du wieder? Der hat halt leider nicht mitbekommen, dass ich live war. Damit ihr es immer wisst, wann ich live gehe, folgt mir einfach auf Twitter, da schreibe ich nämlich jedes Mal, wenn ich live gehe, dass ich auch live gehe. Zum Beispiel habe ich dieses Mal geschrieben, hey, 20 Uhr gibt es einen Livestream, freut euch schon mal drauf und so weiter. Und dann habe ich halt gestreamt. Ich habe also noch davor gesagt, dass ich auch wirklich live gehe. Wir haben auch einen White Packback geschafft, den habe ich nicht im Livestream gemacht, weil dann hatte ich ja noch 20 Minuten plus. Den habe ich dann, glaube ich, ohne live zu sein noch gemacht. So. Dann laufen wir mal ein bisschen rum, denn... Alter, warum ruckelst du denn? Warum ruckelst du? So, denn wir können hier mal vorne in die Farmwelt rein. Wir haben eine neue Farmwelt, Leute. Die habe ich noch nicht gesehen. Wir werden gleich sehen, ob ich sterbe, wenn ich da reingehe. Bedrock. Schön. Eine Ender Chest für mein Zeugs. Wir haben eine neue Farmwelt. In einer Höhle? Kohle. Nice. Besser kann es nicht laufen. Ich wollte mir eigentlich gerade Blaze Rods holen, aufgrund dessen, dass sehr viele Blaze Spawner da waren in der letzten Farmwelt. Jetzt sieht es aber eher so aus, als hätten wir eine riesen Höhle vor uns. Das heißt, ich werde erstmal ein bisschen Kohle besorgen.
So. Und ich nehme heute auch ein bisschen anders auf. Zum ersten Mal, dass ich die Audiospur wieder extern aufnehme, weil ich was ausprobieren möchte. Von daher, wenn es irgendwie Probleme gibt, werde ich das auch auf Twitter schreiben. Dann wisst ihr wenigstens, dass es Probleme gab und dass die Folge deswegen später kommt oder so. Also ich bin wirklich so ein kleines Twitter-Söhnchen. Ich poste einfach alles, was irgendwie mit Videos, Livestreams und so weiter zu tun hat. Das heißt, wenn es mal irgendwie kein Video gibt oder wenn es mal zu spät kommt, steht das auf Twitter. Deswegen sage ich einfach, folgt mir einfach auf Twitter, dann wisst ihr einfach alles, was da los ist. Da habe ich einen Chart für Thaumcraft. Was ist das denn, Alter? Heilige, was geht hier ab? Ich brauche Fackeln für diese Map, ey. Ja, nice. Nice, nice, nice. So, ich habe auch ein bisschen Enchanted, aber leider nicht Level 30, aufgrund dessen, dass der Stefan kein Level 30 Enchantment Table hat. Ja? Der Stefan hat ein Level 6 Enchantment Table ohne Bücher. Und da habe ich mir gedacht, gut, bevor ich jetzt eine Diamantspitzhacke wirklich enchante mit Level 6, warte ich ab. Ich meine, ich hatte die Bücher, aber ich darf ja natürlich nicht sein Enchantment Table abbauen. Das habe ich im Livestream noch dann auch gesagt, ich mache das nicht und so. Und dann hat mir jemand geschrieben, ich glaube, Schweinskert, dann geschrieben von wegen so, Alter, du hast doch die Bücher. Aber ich darf natürlich seine Sachen nicht abbauen. Das ist ja sein Grundstück, ne? Also, ich darf es zwar von ihm aus verwenden, danke nochmal an dich, ne, Stefan. Aber ich darf nichts abbauen von ihm. Das ist wäre ja auch ein bisschen blöd. Das wäre echt blöd. Was ist das denn, Alter? Ist das eine Fackel? Das ist eine Fackel, Alter. Cool. Okay. Ja, wie man sieht, benutze ich auch gerade Sphex und nicht mehr Fateful aufgrund dessen, dass ich einfach mal was anderes wieder probieren... Andesit, ne, brauche ich nicht. Anderes wieder mal nehmen wollte, weil irgendwie gefällt mir das besser als das Fateful. Oh, da ist wieder so ein Chart. Boah, es ist so dunkel hier drin. Ich werde mir erstmal Fackeln holen. Aber Leute, ich bin nicht mal herumgelaufen hier gerade und habe fast einen Stack Kohle. Da ist ein Chart. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt verboten war, da was abzubauen, weil auf der anderen Map war... Ey, da ist was offen. Auf der anderen Map war auch in dem Bereich hier abgebaut. Von daher... Bin ich der Erste, der auf diese Map hier gerade kommt, weil da einfach noch nichts abgebaut ist, Leute. Ich fühle mich da gerade irgendwie voll, weißt du, so als würde ich alles wegklauen, irgendwie. Eigentlich hat es ja geheißen, wir machen keine neue Farmwelt, zumindest so viel, so habe ich das gehört oder so. Aber, ey, komm, man beschwert sich nicht über Geschenktes, ne? Finde ich super. By the way, die Leute, die im Stream dabei waren, da kann ich ja mal ein Bild reinschneiden. Ja, ich schneide meine Videos in letzter Zeit. Schön, ne? Also da schneide ich mal ein Bild rein. Da habe ich eine Art, ich habe es genannt Hexenzirkel, gefunden und habe die ausgelöscht mit dem lieben Steve. Es war sehr interessant, die werfen Feuerbälle. Das ist toll, muss ich sagen. Also ich fand es richtig nice. Ich habe leider nur einen Screenshot gemacht, also keine Aufnahme oder so. Ich war zwar live, aber ich habe halt keine Aufnahme von dem, sondern nur den Screenshot hier. Sah aber geil aus, muss ich sagen. Fand ich echt nice. Von daher zeige ich euch das mal. Das habe ich gefunden. Die haben Feuerbälle geschossen und dann sind einfach wieder die Guards immer neu gespawnt. Ich fand das extrem nice. Boah, 2 Stacks Kohle. Ey Leute, ich werde jetzt einige Folgen aufnehmen, denn... Leute, das ist eine aktuelle Folge. Die kommt heute raus. Die kommt heute in, um genau zu sein, in 4,5 Stunden kommt die online. Und ich bin halt zurzeit, glaube ich, der aktuellste Aufnehmer hier in dem Projekt. Und ich weiß, jetzt werden einige sagen, die länger dabei sind. Was, du und aktuell, da ist was falsch. Was geht mit dir? Was ist denn los? Bist du krank oder so? Ich habe mir vorgenommen, wie gesagt, in diesem Projekt sehr aktuell zu bleiben und das bedeutet halt auch, hier nicht im Voraus aufzunehmen. Also ich nehme schon ein paar Folgen im Voraus auf, aber nicht so wie die anderen eine Woche im Voraus, sondern wirklich nur so 2-3 Folgen, sodass ich immer auf die Kommentare jetzt eingehen kann. Das war halt ein Fehler, den ich in Shine und so gemacht habe, dass ich einfach sehr, sehr viel voraus aufgenommen habe und die Leute haben sich gedacht, ja cool, sag ich dir mal was, gebe ich dir mal Tipps oder so und die Tipps wurden... entweder nie ausgeführt, beziehungsweise erst in 20 Folgen oder so ausgeführt. Und das war dann natürlich ein bisschen schlecht für die Zuschauer. Dann haben... Ich meine, ich würde mir auch verarscht vorkommen, ne? So. Ein Bookstand. Ab in die Overworld. Nicht in Underworld, in die Overworld.
Ah ja. Hä? Wieso spawne ich hier? Was? Hä? Okay, läuft bei mir. Läuft bei mir. In der Skype-Config wurde aber nichts gesagt, von wegen, ja, gerade nicht auf den Server draufgehen, da ist noch Fehler oder so. Nö, funktioniert alles. Okay. So, und aus den Büschen hier vorne kriegt man auch Futter. Ich meine, zwar nicht so gutes Futter, aber immerhin habe ich dann nie mehr Futterprobleme. Guckt euch das an. Zack, 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 zack. Warte. So, Rechtsklick einfach machen. Der liebe Steve hat den ersten... Alter, wie schnell wachst du denn, ey? Der Steve hat den ersten Markt, den ersten Shop hier. Nämlich, er möchte eine Enderperle und gibt 10 Eisen dafür. Hat 560 Eisen reingetan, möchte für 10 Eisen eben, also er gibt, du gibst ihm eine Enderperle und du bekommst 10 Eisen raus. Das ist, finde ich super, dass er den ersten Shop macht. Wir schauen uns mal ganz kurz bei ihm hier so um. Der hat schon eine Smeltery aufgebaut, von einem Villager geklaut natürlich. Aber der hat das natürlich besser gemacht. Ich habe da 2 Eingänge pro Truhe gemacht. Wie viel hast du denn? Heilige Warte! Hä? Okay, ja gut, das kann ich auch schon verstehen. Warum? Guckt euch diese Monster Quarry an, Leute. Ich möchte nur was schauen. Da ist die Quarry. Das heißt, theoretisch, die letzte Truhe dürfte noch nicht voll sein, weil wenn ja, dann würde da ein bisschen... Oh. Okay, nee, da ist noch genug Platz. Okay, ich habe mir nur gerade Sorgen gemacht hier, dass das irgendwie überfüllt und dass die Items dann einfach rumliegen und der Server dann wieder down geht. Wieder down. Nee. Also bisher ging der Server nie down. Steve hat schon einmal beinahe den Server down gebracht. Also laut Skype-Confi. Ich selbst kann dazu nichts sagen, also ich habe da nichts mitbekommen. Ich war nämlich nicht mehr online hier. Ich war immer nur zum Anbauen online. Genau, apropos Anbauen. So. Wir machen uns Blöcke draus, aufgrund dessen, dass man, dass die Blöcke länger halten. Ich meine, eigentlich gleich lang wie normale Kohle, nur dass man mehr auf einmal reinlegen kann. Ja. So, da habe ich noch 15 Stück insgesamt. Das heißt, ich kann noch einen Block machen. Hab 15 Blöcke, die halten jeweils 4 Minuten 30, bin ich. Ne, 4 Minuten 10, okay. Passt, ist schon in Ordnung. Jetzt habe ich mir Fackeln geholt, Cobblestone brauche ich nicht. 34 Futter. Okay, wir gehen wieder rein in die Farmwelt, einfach aufgrund dessen, dass die so so geil ist. Einfach weil die so nice ist gerade. Der hat auch schon so eine Solaranlage, ey, mein Deutsch. Also wirklich, es ist echt nice. Von daher gehe ich jetzt rein. Ich bin, wie es aussieht, der Erste, der in die neue Farmwelt geht. Ich habe gestern schon nachgefragt, ob noch wer aufnehmen möchte. Hat jeder gesagt, nee, ich habe noch Folgen im Voraus. Und von daher nehme ich halt jetzt mal ein bisschen alleine auf. Und gehe Minen. Ja, das hat sich auch jemand gewünscht. Geh mal Minen. Ich glaube, alleine in die Farmwelt zu gehen, ist jetzt genug Minen. Also, Strip-Mine muss ich da jetzt nicht unbedingt. Habe ich ja im Stream gemacht. Aber Leute, ich brauche, glaube ich, nie wieder solche Sorgen zu haben, Blaze Rods oder so zu bekommen. Aufgrund dessen, dass so viel Kohle hier ist. Ich meine, es wäre natürlich besser, wenn ich jetzt eine Fortune-Spitzhacke habe. Alter, das ist so geil, ne? Die Farmwelt ist so krass. Weil dann kriege ich mehr Kohle aus dem raus. Aber ist ja egal. Aber so tief können wir nicht sein, denn ich höre immer noch die ganzen Donner-Einschläge. Boah, nice, Leute. War nice. Appetit. Okay. Ich habe zum Glück ein paar Blöcke abgebaut. So. Schön. Wieder runter. Das ist echt nice. Das ist echt. Also ich mag die neue Farmwelt. Die ist krass. Die ist krass, ey. Ich weiß nicht, wie es überirdisch aussieht, aber mir gefällt schon mal, wie es hier aussieht. Ja, ja, Donner, Alter. Hör doch einfach auf hier. So. Ich habe keine Ahnung, warum hier so Spike-Lags sind. Ich habe durchgehend 60 FPS. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Kohle im Überfluss! Freunde, das ist ja nicht wahr.
Ich meine, entweder eine Fortune-Spitzhacke oder eine Silk Touch, weil man kann ja einen Macerator, nee, Pulverizer ist das, glaube ich, der das verdoppelt. Kann man ja auch benutzen. Sofern das funktionieren würde. Ich kenne mich da nicht so ganz aus. So, ich werde auf jeden Fall versuchen, jetzt so viel Kohle wie möglich noch in dieser Folge zu holen. Und in der nächsten Folge werden wir dann nicht mehr nach Kohle suchen, sondern nach wertvolleren Materialien. Eisen, Gold, sowas in der Art. Hey, Mushrooms. Ich werde Licht. Das sind Shards. Seid ihr böse? Ihr seid böse. Fuck! Die sind böse! Oh nein! Holla, die Waldfee. Bleibt ihr weg oder kommt ihr immer näher? Ihr kommt näher. Das ist nicht lustig, Leute. Das ist nicht lustig. Aber ich habe eine Rüstung, also ich könnte fighten. Ich habe eine Latzhose. Du willst fighten? Du willst fighten, hä? Hä? Du willst fighten, hä? Hä? Watchful 11? Hä? Was geht bei dem? Was für Namen haben die denn? Hä? Ja, typisch Mod, ey. Typisch Mod, ey. Aber von wo kam... Von da hinten, hallo? Ja, was geht mit dir, Panda-Bär? Alter, das sind ja richtig viele, Alter. Mach mal Licht hier. Wie heißt du? Captainer! Okay. Öff. Scheiße. Wie heißt du? Slowpoke? Hey, den... Hä? Der sagt mir irgendwas. Oh Gott. Ja, lauf mir weg. Richtig. So. Alter, was? Was geht bei denen, Mann? Ich will doch nur meine Kohle hier finden in dieser Folge. Mehr nicht. Ach du Scheiße. Geht das auch etwas schneller vielleicht? Fuck, da ist ein Bogenschütze. Was geht? Es gibt Bogenschützen auch noch. Autsch. Und dann trifft er mich auch noch, ey. Das geht immer gar nicht. Hör auf, mich abzuschießen, Mann. Ich bin ein Freund. Hä? Was sind das für Dinger? Big Bad Chris? What the fuck is wrong? Ich hab's kapiert, Mann. Ihr wollt nicht, dass ich eure Erze abbaue. Ist okay, interessiert mich aber nicht. Oh, Scheiße! Boah, schreck mich nicht! Boah, hab ich mich gerade erschreckt. Warum sind da so viele? iFox 83. Okay, ja, chill eure Basis. Ich esse mal lieber. Damit ich auch wieder regeneriere. Leute, ich würde sagen, ich besiege die drei noch. Das sind eh richtige Schwächlinge hier. So. Du willst natürlich auch noch auf die Fresse, ne? So. Ich hab den Kopf! Woo! Ich hab den Kopf. Nice. Nice, sir. Und zwar... Ja, mehr sage ich dazu nicht mehr. So, ich hab den Kopf. Sehr schön. Geiler Skin. Werde ich mir behalten. Ich gehe mal ganz kurz in die Safe Zone. Auch wenn ich es eigentlich nicht müsste, aber ich mache das einfach mal ganz kurz, weil ich glaube, was ist das denn auf der Map? Was sehe ich da? Keine Ahnung. Schauen wir mir das später an. Ich gehe kurz in die Safe Zone, hau mich in das Bedrock-Gedöns rein, dann kann mich auch keiner angreifen. Für die Abmoderation. Juhu. Leute, das war sehr nice. Wir haben eine neue Farmwelt. Habe ich nicht gewusst. Also, vielleicht hat man das in der Skype-Konfi geschrieben, aber ich merke mir gar nichts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Euer Liscardio. Tschüss.